Yo, meine Freunde, was geht ab euch? X7 hier am Start mit meinem Boombeach Low Level Account. Und ich weiß, wenn ihr das Video seht, dann ist schon ein neues Jahr. Wir haben jetzt noch nicht mal Weihnachten. Ich bin gerade im Weihnachtsstress, deswegen habe ich nicht so viel Zeit aufzunehmen. Aber wenn ihr das Video seht, dann haben wir schon 2015. Ich finde das immer lustig, dass es so weit in der Zukunft ist. Ich habe einfach zu viel aufgenommen, aber es wird wahrscheinlich schon so sein, dass ich schon ein Video hochgeladen habe mit so einem Plan, wie, wann, wie, was, wo alle Serien kommen. Wenn nicht, dann kommt das noch. Also ich hab einiges vor, wie welche Apps hier kommen, an welchen Wochentagen und so. Das werdet ihr in einem Video sehen, aber wir sind hier bei meiner Base. Ihr seht, es hat sich einiges getan. Was, das werde ich alles noch erzählen in ganz vielen anderen Videos. Ich habe nämlich noch sehr viele Ideen. Wir haben HQ Stufe 11 schon erreicht. Und der Account hier, mein Low-Level-Account, ist sehr offensiv ausgerichtet. Und deswegen verliere ich so gut wie jede Verteidigung. Ich gewinne auch manchmal, da stellen sich die Gegner wahrscheinlich sehr blöd an. Aber das ist schon extra so gemacht. Aber heute kümmern wir uns um Hammermans HQ Stufe 20. Es ist schon einige Zeit her. Ich hätte ihn schon viel eher besiegen können, aber ich hatte keine Zeit. Wir sind jetzt Stufe 26. Wir könnten schon den 25er ausschalten. Aber heute kümmern wir uns erstmal um den 20er mit Heavy Zooker. Zwei Heavys, also zwei Boote Heavys und drei Boote Zookas. Stufe 6 und 8. Wir versuchen jetzt ein bisschen Geld zu bekommen. Meine Statuen sind noch nicht wirklich gut, aber in Ordnung. Mal sehen, was da noch kommt. Mein Gunboat ist Stufe 11 und jetzt räumen wir auf. Und ihr habt Glück, wenn ich ihn besiege, dann werden wir sogar noch einen Spieler besiegen, damit ich genug Geld habe, um irgendwas Teures abzugraden. Schauen wir uns mal die Base an. Also ich hatte Hammermans HQ schon länger und da gab es noch kein Eisen. Und das heißt, wenn ihr euer HQ upgradet und irgendwann Eisen braucht, kommt das hier hinzu. Das heißt, ihr kriegt noch mehr Beute dazu. Also nur so eine kleine Info. Minen sind Stufe 5 kein großes Problem. Maschinengewehre Stufe 6 auch nicht. Kanonen Stufe 3 auch nicht. Mal sehen, ob wir überhaupt einen verlieren. Wenn nicht, wäre das optimal. Ich überlege, wie wir es machen. Die spielen überhaupt keine Rolle für uns. Ich glaube, wir gehen über die rechte Seite und schalten als erstes hier die zwei aus. Versuchen wir es einfach. Wir sehen, was passiert. Ich versuche, keinen zu verlieren. Das wäre natürlich optimal. Dann könnten wir nämlich noch diesen normalen Spieler besiegen. Bam, bam. Schade. Könnte ich Artillery upgraden, wäre es natürlich besser. Zuerst Heavys und dann Zookas und dann gehen wir direkt auf die Maschinengewehre. Die dürften kein großes Problem werden. Nein, 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 Zookas. Heilen wir uns. Ich wollte nicht, dass die Zookas in die Mine laufen, aber leider ist es nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe, aber kein großer Verlust. Wir flaren jetzt oben in die Ecke, weil das hier unten uns gar nicht interessiert. Räumen die kleinen, was sind das? Kisten und so kleine Sachen einfach weg, um Energie zu bekommen. Schocken dann diese zwei Kanonen und dann flaren wir hinter das HQ und es dürfte eigentlich gar kein Problem werden. Wir werden wahrscheinlich keinen verlieren und das sieht gut aus, dass wir danach einen Spieler angreifen, der ja ziemlich schwer ist, weil das ist das Problem. Ich habe ziemlich große... Ach Leute, geht doch nicht darauf. Na egal, ich habe ziemlich schwere Gegner auf der Map. Ich hätte beide schocken können, aber es spielt keine große Rolle. Hammermans HQ 20 ist kaputt. War nicht so schwer. Ich hab... Oh, wir kriegen sogar Crystals. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Sehr gut. Ihr werdet es gleich sehen. Die Gegner sind so übertrieben. Ich habe sogar ein Level 40er. Also,
Ich bitte euch, das ist so übertrieben. Das finde ich nicht so gut. Ich glaube, Leute, die noch nicht mit Boom Beach Erfahrung haben und noch nicht so viel von Angriffsstrategie und so wissen oder wie die was machen, die haben überhaupt keine Chance in diesem Spiel am Anfang, wenn sie Pech haben. Hauptquartierstufe 14, Boomkanone, oh mein Gott. Also, ich könnte da ja gar nichts machen. Das finde ich ein bisschen schade. Naja. Wie viel fehlt uns denn noch? Noch drei, dann haben wir einen am Guardian. Naja. Ich habe einen Spieler gesehen, den wir kaputt machen könnten. Das ist Hui Hui. Glaubt nicht, dass er zu einfach ist. Er ist übertrieben schwer. Aber ich würde es mit euch versuchen. Er ist wirklich sehr schwer. Sniper Tower Stufe 10, Stufe 10. Kanonen Stufe 5, Stufe 5. Ah, es sieht nicht so einfach aus. Es ist auch nicht so einfach. Ich überlege, was am einfachsten wäre für uns. Ich brauche einfach dieses Geld, diese 79.000. Wir können es ja versuchen. Ist ja kein Weltuntergang. Ich würde vorschlagen, ich gehe über links nach hinten, räume hier auf, mache die Boomkanone weg. Schwer oder schlecht ist der Mörser, Stufe 5, Stufe 5. Ah, oh, der hat auch noch Leben drauf gepackt. Lasst mich überlegen. Sollen wir die Boomkanone wegholen? Oder sollen wir den Mörser erst wegholen? Es ist schwer. Beides ist schlecht für mich. Ich glaube, ich mache die Boomkanone weg und gehe dann über links. Wir sehen, wie es läuft. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Wünscht mir Glück. Heavy Zooker greifen einen 27er an, der sehr geboostet ist. Beziehungsweise viel zu stark für mich eigentlich. So, ich drop die links in der Ecke. Und sobald sie das Grüne erreichen, schicken wir sie links in den Wald. Ich hoffe, sie werden von nichts getroffen. Nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. Weiter in den Wald rein. Von nichts treffen lassen. Ja. Manchmal laufen die Sukas so ein bisschen rechts. Das gibt manchmal Probleme, aber bisher gerade sieht es gut aus. Weiter in den Wald, damit sie nicht getroffen werden. Wir versuchen, so viel Schaden wie möglich zu vermeiden. Wir haben zum Glück ziemlich viele Sachen, die wir hier kaputt machen können, aber wir müssen auch noch Mörser und Sniper Tower und alles. Ja. So, sobald sie das gereinigt haben, gehen wir oben in die Ecke. Zack, passt auf, passt auf. Ihr seht ihr hier die Kanone, die greift schon meine Heavys an. Und die macht ziemlich viel Schaden. Ich glaube, zwei, höchstens drei Schüsse, dann sind die kaputt. Also meine Heavys und das ist nicht so gut. Gleich kommen Sachen in Reichweite. Dann wird es gefährlich. Ich glaube, der linke Heavy, der wird als erstes sterben. Wir sammeln dafür aber viel Energie, was sehr gut ist für Schockbomben. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu schocken. Der erste Schock hier. Und Schock hier. Auf den hier und Schock, Schock, Schock. Schock, Schock, Schock. Es sieht nicht zu schlecht aus. Wir haben zu wenig Energie. Keiner geht auf die Mörser. Nur noch meine Heavys und ein paar Sukas. Ein Suka wird nach dem anderen ausgenockt. Wir brauchen diese Energie, um zurückzuflaren. Überlebt, Leute. Es sieht sehr schlecht aus. Ich glaube nicht, dass wir überleben. Wir müssten mit einer Person außer Reichweite sein. Ein Suka ist nicht außer Reichweite. Nein! Seht ihr, wie knapp es ist? Ich habe einfach keine Chance. Ah, das war schade. Hätte ich den Flair gelassen, hätte es vielleicht geklappt.
Ich weiß nicht, ich find's schade. Ich kann keinen auf meiner Map besiegen. Die sind alle viel zu schwer. Es war knapp. Der Sniper Tower kann mich erreichen. Der kann mich erreichen, der kann mich erreichen. Okay, ja. Naja. Ihr merkt, ihr hört meine Enttäuschung. Es ist einfach so übertrieben. Wir können nichts besiegen. Aber ihr seht, selbst wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung im Boom Beach habt, kann euch sowas passieren. Und jetzt kann ich leider nichts Schönes upgraden. Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich wollte so gerne hier das upgraden. Ich kann keinen einzigen auf meiner Map besiegen. Naja. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mache. Ich überlege es mir gleich und gucke nochmal auf der Map. Naja, trotzdem. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, wie man Hammerman's HQ20 übertrieben einfach besiegen kann. Bald kommt auch Hammerman's HQ 25 und ihr habt auch gesehen, wie unfair Boom Beach manchmal ist hier am Anfang, was ich damals nicht so erlebt habe, aber heutzutage Level 40er bei einem Level 26er ist einfach so übertrieben und ja, man wird dann die ganze Zeit ausgeraubt und oh, ja, ich bin etwas enttäuscht von dem Angriff. Ich kann keinen auf meiner Map besiegen, das ist so blöd. Also natürlich die NPCs, aber die bringen viel zu wenig. Naja, wir sehen, wie es weiterläuft. Ich habe sehr viele Ideen und das heißt nicht, dass Boom Beach Low Level aufhört. Ich habe wirklich sehr viele Ideen und wenn ihr Lust habt, kommt in mein Einsatzkommando. Wir machen jeden Tag Operationen. Dark Shades einfach, sind nette Leute. Wir haben noch Platz. Wenn zu viele kommen, dann mache ich es auf 50. Mal sehen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes neues Jahr gefeiert und Weihnachten war auch schön, ist jetzt schon länger vorbei, wenn ihr das Video seht. Und ich bin selbst gespannt, wie ich meinen Plan irgendwie zusammenstelle, wann welches Video wie wann kommt und so. Naja. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn euch das Video gefallen hat oder euch die Serie gefällt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten schreibt einen Kommentar oder so und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.